Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Rapples. Ja, in der letzten und vorletzten. Genau. In der letzten und vorletzten Folge haben wir ja sozusagen ein kleines Format gemacht mit hier Orte, ne, die längst vergessen sind. Und das ist jetzt nun. Was ist das denn hier? Teil 3. Okay. Das ist jetzt nun Teil 3 und ich denke mal, hiernach wird noch ein Teil kommen. Gehe ich mal stark davon aus. Denn so viele Orte sind nicht mehr übrig. Wir sind in der letzten Folge mit Horizon beschäftigt gewesen, waren da auch soweit fertig. Das heißt, wir fangen jetzt mal. Ich denke mal, in dieser Folge wird Catan und Lesky sein. Denn hier ist nicht allzu viel los von den Orten. Und daher will ich euch auch noch so ein bisschen was vorstellen davon. Gucken, wo unsere Reise zuerst hinschlägt. Ah ja, genau. Erstmal nach Lesky Field. Und von dort aus nehmen wir dann meinen Drachen und fliegen dann erstmal weiter. Ich zeige euch erstmal jetzt, sofern ich... Warte, ich muss mal kurz zählen. 1, 2, 3 Orte. Wo wir hier, oder wo ich früher auch immer unterwegs war, oder eine ganze Gruppe, Gilde etc. Und die Orte ist heutzutage schon fast vergessen sind. Einer von denen, oder eher gesagt zwei von denen, fällt mir gerade so ein, sind tatsächlich noch relevant. Ansonsten würde man die auch gar nicht mehr besichtigen heutzutage in dem Spiel hier, weil man die halt größtenteils vernachlässigt. Muss nur gucken, ob ich hier richtig reite. Ah, müssen da hinten hin. Nun gut. Dann reiten wir da mal hin. Das dauert ein bisschen. Leider. So, ihr seht schon, da oben erblickt sich dann Nummer 1 auf der Liste. Und zwar seht ihr, und ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, der Elfenbeinturm. Man hat hier damals, als man wirklich noch am Leveln und am Questen war, immer hier gegen die Engel gekämpft, auf der Hoffnung nach einer Engelkarte. Weil, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, war es ja so, dass wenn man eine Art der Monster speziell finden möchte, wollte, dann musste man halt die killen. Zum Beispiel Engel, Engelkarte. Ist logisch. Und man hat dann immer, also ich habe dann immer hier vorne gekämpft. Hier waren immer mehr an dieser Ecke. Hier waren immer ganz schön viele. Genauso wie hier hinten waren immer ganz schön viele. Da hat sich das auch noch gar nicht so hier oben zugetragen. Da waren ja die Hexen, Elite-Kämpfer und sonstiges hier gar nicht. Da konnte man hier oben schön farmen gehen, wenn hier unten belegt war. Also hier konnte man immer ganz gut Engelkarten und sonst was farmen. Wenn man denn Glück hatte, weil wie gesagt, damals war es ja auch so, dass Engelkarten verflucht viel wert waren. Da war die Drop, weiß gar nicht, ob die Drop-Chance jetzt mittlerweile viel mehr verbessert wurde. Auf jeden Fall hat dann da so eine Karte ein halbes Vermögen gekostet, geschweige denn getamed. Getamed war die ja unbezahlbar. Heutzutage kriegst du die Engelkarten hinterhergeschmissen quasi. Für ein kleines Beträchtelchen, Summelchen. Also für ein bisschen an Geld. So, dann gehen wir gleich hier weiter. Der nächste Ort ist auch gleich hier oben. Werdet ihr sicherlich auch kennen. Wie gesagt, das sind alles immer nur so Sachen, wo ich damals die Orte mal bereist habe, ordentlich gekämpft habe mit meiner Gilde oder mit einem Kumpels oder sonst was. Das muss bei euch nicht so sein. Wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt oder ihr sagt, ja, ich habe damals was anderes gemacht oder wie auch immer, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin immer offen für alles und vielleicht kann man sich da ja noch so ein bisschen austauschen und ja, so die anderen Einstiege der anderen Leute, also ihr, mal angucken. Wie gesagt, mal eine ganz andere Sichtweise der Dinge sehen. Denn ich gehe mal davon aus und ich lehne mich auch weit aus dem Fenster, aber ich denke mal schon, dass es so ist, dass diejenigen, die halt frühestens mit dem Spiel angefangen haben, wahrscheinlich mehr Spaß dran hatten, als die, die jetzt noch anfangen würden. Oder auch, ja, so ab Epic 5, würde ich sagen, angefangen haben.
Aber das hat halt viele Faktoren. So, hier habe ich auch immer ganz gerne gekämpft. Hier bei diesen Engeln hier. Und da habe ich tatsächlich auch mal eine Engelkarte gefunden. Also damals. Da habe ich die dann natürlich auch gleich versucht, weil ich so naiv war und gedacht habe, ja gut, die geht rein. Ist sie natürlich nicht. Damals waren das, glaube ich, 300 oder 400 Millionen. Was damals verdammt viel Geld war, weil da war die Inflation noch nicht so groß. Aber das war sau viel Geld. Getämpft war die natürlich noch ein bisschen mehr wert. Ich glaube 800 oder so. Ich weiß, das steht nicht in der Relation, weil überlegt man sich, dann packt man halt ein bisschen mehr Geld drauf und holt sich gleich eine getämpfte. Aber so war das damals halt. Und da war es auch noch so, dass Salamander-Karten um die 70, 80 Millionen gekostet haben. Mittlerweile auch, also leer, ne? Mittlerweile auch, nicht mal ein Zehntel. Das sind, glaube ich, nicht mal eine Million oder so, wo so eine Karte leer kostet. Deswegen, also, das ist, ja, es hat sich einiges verändert halt in das Spiel, ja, ne? So, da oben, im Moment. Hier oben im Feenwald war oder gab es auch immer coole Spots, aber die zähle ich jetzt nicht mit runter, weil da war ich eher selten. So, wir reiten jetzt hier hinten raus und dann gibt es noch einen Ort, was ich euch hier Lesky zeige. Mehr gibt es hier eigentlich nicht. Doch, ein Ort gibt es dann hier noch in Lesky, den muss ich euch auch noch zeigen. Da gab es immer einen, der relativ cool war. Das war auch mit zu Anfangszeiten. Vorher möchte ich... Ach, warte mal, Leute, ich teleportiere mich mal da schnell hin, das geht schneller. Wenn der Teleporter überhaupt bis dahin noch geht, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Wir werden es herausfinden, keine Sorge. So, ab nach Anker, wir haben schon genug Zeit verloren im Endeffekt. Schützenaura ist mir gerade egal, aber warte mal. Dann können wir, bevor wir uns dahin teleportieren, erstmal hier das hier angucken. Und zwar war es ja so... Also ich war es so mal so. Man hat hier am Anfang ganz viele Orks gehauen. Aus dem ganz einfachen Grund. Damals war es so, man kam richtig schwer an Rupees dran. Und Rupees hat man immer durch diese schöne Ork-Quest bekommen, diese Stammessymbole. Die hat immer 100.000 Rupees gegeben. Für Anfänger, vor allen Dingen auch für so etwas Fortgeschrittenere, so bis Level 50 würde ich sagen, hat das sich auch immer schön gelohnt. Man hat die angenommen, man hat die abgegeben, hat dann wieder neuen gemacht und so weiter und so fort. Natürlich erscheint das heute total dumm, weil 100.000 ist schnell gemacht, aber damals war es halt anders, ne? Und hier hinten haben wir uns auch immer rumgeschlagen und zwar relativ häufig, muss ich sagen, unsere Gilde. Da war das immer so, dass wir hier hinten die... Kentas immer unsicher gemacht haben und ab und zu mal ein paar lustige Masken verhauen haben. Wie gesagt, hier hinten, da unten bei den Holz, bei dem, ich weiß gar nicht mehr, wie das Holz heißt. Wir werden es mal gleich sehen. Ich glaube, hier liegt, glaube ich, irgendwo noch eins. Ja. Ich sehe aber gerade keins. Ist das hier gerade jemand da looten? Oder gibt's das gar nicht mehr? Oder gibt's das nur, wenn man die Quest macht? Da. Nee, Strohbündel nicht. Strohbündel nicht. Da ist es. Holz. Ja, nee, das heißt nicht einfach Holz. Das hieß damals anders. Kann aber auch sein, dass es der englische Server war. Naja. So, dann gab es hier natürlich noch, was aber nicht allzu bemerkenswert war, aber es gab hier ja noch den Feenwald, der sich ganz schön optisch verändert hat, von heute zu damals. Da haben wir immer Blue Pixie Karten versucht zu kriegen, zu looten, droppen, wie auch immer. Und haben natürlich versucht auch eine Blue Pixie zu kriegen, denn Blue Pixie war damals auch sauteuer, 50 Millionen eine Leere oder so. Also, das waren wirklich die harten Anfangszeiten von dem Spiel. Wo es dann halt auch ein bisschen mehr Geld gab und so. Weil vorher war es so, also ganz, ganz am Anfang, da war es ja auch so, dass der Stamina-Bewahrer 300.000 oder 200.000 Rupees gekostet hat. Da waren dann auch die Karten bei einer Million gerade mal so. Da war das alles nichts mehr wert, wirklich. So, die Sireneninsel oder Sireneninsel.
gab es damals, heutzutage ist das hier wegen diesen Porten ja nur noch wichtig, aber damals war es so, dass man hier vorne immer, seht ihr der Stelle hier immer Sirenen gefarmt, getamed hat, weil die auch relativ häufig gedroppt haben, die Karten, auch mit dem Tame relativ human war, man hatte oft eine Chance, dass eine reinging. Und viele sind damals halt immer mit einer Sirene rumgelaufen, weil, ja, weil es hatte ja jeder im Endeffekt. Und wenn man hier hinten rausritt, so mit Level 65, 60 rum, glaube ich, konnte man halt ganz andere Genossen killen, und zwar hier diese Yetis, genau, die sind Level 60. Hier habe ich auch eine halbe Ewigkeit gefarmt, um einfach halt auch vom Level her voranzukommen. Denn wie gesagt, damals war es so, keine Highpads, keine strukturierten DPs im Normalfall, weil alle halt Anfänger des Spiels waren. Man hatte noch nicht viel, das Equip war noch nicht so gut und so weiter und so fort. Und da hat man dann halt lieber selber gefarmt, anstatt mit einer DP mitzugehen und dann 3-4 Mal umgehauen zu werden und dann halt mit Minuspunkten rauszukommen. Das ist heute anders, leider. Es sind immer schöne Erfahrungen gewesen, Adi, sagen wir es mal so. Na gut, dann geht's jetzt mal nach Catan. Catan habe ich auch noch so ein oder zwei Orte. Da ist es extrem wenig, weil ich mich da kaum aufgehalten habe. Deswegen kann ich nicht sagen, was so da die coolsten Orte sind. Da könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn ihr da Bescheid wisst. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, wo die Orte waren. Woraus ich verlaufe mich hier nämlich immer wieder. Ah, genau. Müssen wir relativ weit für rausreiten. Aber ich würde mal sagen, da teleportieren wir uns. Wenn es denn geht. Ich glaube, Sirak-Ruinen müssen wir hin. Und von dort aus müssen wir ein bisschen laufen. Jawohl. Oh, dann laufen wir mal ein bisschen, weil ich glaube, das ist der kürzeste Weg. Ihr wisst sicherlich schon, wo wir hin wollen. Da konnte man damals auch immer ganz cool farmen, denn, ja, weiß ich nicht, da konnte man halt Falkenmänner farmen oder man hatte da auch besonders auch immer seine Ruhe, denn damals gab es ja auch diesen PK-Server, man konnte dann auch mal andere ohne jede Ankündigung umhauen. Da hatte man dann immer seine Ruhe, man konnte farmen in dem Levelbereich und das war immer ganz cool. Oh, wie gesagt, hier bei den Steinbasilisken konnte man farmen ganz gut. Hier oben konnte man in dieser Ecke ganz gut farmen, da war immer viel los. Heutzutage stehen ja nur noch einer oder zwei. Das haben die halt ganz schön geändert. Ah, hier stehen welche, seht ihr? Und ihr müsst auch bedenken, damals, ne, hat das richtig gedauert mit den Kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch zeigen kann. Wie stark bin ich jetzt? Das ist schon viel zu stark. Damals hat man richtig lange gebraucht, obwohl man die Monster geschippt hat. Das ist viel zu schnell und viel zu stark gewesen für damals. 800 Schaden, ich glaube, wir haben damals in dem Levelbereich so 300, 400 gemacht oder so. Deswegen, also das sind Unterschiede und manchmal, echt, manchmal wünschte ich mir echt die Zeit von Rappel zurück, wo halt das Spiel gerade rausgekommen ist, gerade angefangen hat, frisch, dass man halt wirklich nochmal das Feeling vom Anfang mitbekommt. Ja, Attentätergilde. Hier hatten wir auch mal unser Gildentreffen gehabt. Hier gibt es ja jetzt mittlerweile die Hexen. Hatten wir damals ja nicht. Hier hatten wir unsere Gildentreffen immer auch abgehalten. Hier hinten bei der Attentätergilde. Die haben uns dann hier vorne immer reihe aufgestellt. Da habe ich sogar noch ein oder zwei Screenshots von. Ob ich die mal irgendwann rausballer, also dass ihr die irgendwann mal anguckt, weiß ich nicht. Mal gucken, dazu Lust habe. Wie gesagt, hier haben wir noch ein, zwei Screenshots von und das war mal ganz lustig mit der Gilde. Wie gesagt, da hat man sich abends nach der Schule beziehungsweise Arbeit, also manche mussten halt arbeiten, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch Schule, getroffen, abgehangen, bis man dann irgendwann ins Bett musste, man hat da Unfug gemacht und weiß jetzt nicht was, mit diesen Emojis hier, mit diesen Tanzen, Jubeln und sonst was. War mal ganz lustig. So, da würde ich sagen, teleportiere ich mich wieder mal zurück, denn das ist besser als jetzt zurück zu reiten, das geht schneller. Es gibt irgendwie nur noch einen weiteren Ort, an den ich mich erinnere, wo ich immer ganz gerne gekloppt habe. Der relativ unspektakulär ist, aber ich muss ihn halt vollständiger halber einfach mal zeigen.
Und zwar ist das der Scheiter auf dem Platz. Wer hätte es gedacht? So, und wir werden tatsächlich hier gleich bei Jaina rausgelassen. Das ist cool. Und zwar habe ich hier immer in diesem Scheiterhaufen Platz, wo Jaina ist, immer gekloppt, gekämpft, gefarmt und ja, somit auch immer Spaß gehabt hier, weil hier gab es ja damals diesen Boss hier noch gar nicht. Da gab es noch nicht Hector, Hector Seld und so. Da gab es das alles noch gar nicht. Hier konnte man hier mal schön diese Viecher farmen. Die waren auch relativ niedrig, das heißt, man konnte immer schnell anfangen und die farmen. Jetzt zeige ich euch noch was anderes. Wenn das hier in der Nähe ist, ansonsten nicht, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ne, das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Da muss ich nämlich jetzt noch hinreiten dann. Das machen wir in der nächsten Folge. Und wenn wir das gezeigt haben, geht es dann über nach Rondo ein paar Gebiete und dann sind wir auch erstmal fertig. Weil mehr Orte gibt es noch nicht. Wie gesagt, es gibt noch Orte im Dungeon, aber wenn ihr die sehen wollt, dann müsst ihr da mal zuschreiben, dass ihr das wollt. Dann mache ich das gerne. Allerdings ist Dungeon relativ langweilig, weil da ja jeder unterwegs war. So, ich bedanke mich fürs Zusehen, auch wenn nicht allzu viel passiert ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.